So, herzlich willkommen wieder Leute zum vorletzten Part von meinem Zombie-Gameplay. Ja, wie ihr seht, Level 36 und ja, die Raygun Muni neigt sich dem Ende zu. Ich habe noch 52 Kugeln und ja, King Coolness braucht auch wieder eine neue Waffe. Und ja, Teddy wird's, der bringt uns nicht weiter. Und ja, wieder im Kreis laufen. Ja. Ich guck mal kurz. Ja, ist wieder ein Freestyle-Gameplay. Hier auf der Karte seht ihr mal, wo die Kiste ist. Und sobald ihr den Strom eingeschaltet habt, leuchtet ein grünes Lämpchen dort, wo sich die Kiste gerade befindet. Ja, hier ist die Kiste. Mach ich mal auf. Auf der Hoffnung, dass irgendeine Wunderwaffe kommt, aber ja, habe ich ja schon beide. Und ja, Zombie-Welle ist noch nicht zu Ende. Und ja, hier in dem Raum ist auf jeden Fall die Speed-Cola. Das ist Fingerfertigkeit. Ich weiß, ich habe das schon mal beantwortet, aber ja, die Fragen kommen halt immer wieder. Ich weiß nicht, warum dieselben Fragen, die ich im Commentary schon beantwortet habe, immer wieder auftauchen, aber ja, macht mir auf jeden Fall nichts aus, die nochmal zu beantworten. So lange, bis jeder irgendwie bedient ist. So. Ja, was soll ich noch erzählen? Was gibt's noch zu sagen? Ja, Fallen, genau. Fallen auch ruhig anmachen, weil ab Level 34, 33, da zeigt echt nur Waffenwirkung, die Raygun, die HK oder RPK, alle anderen Waffen ist echt, als ob nur Luft irgendwie rauskommt. Ja, King Coolness hat immer noch keine Waffe gefunden. Ja, das ist echt mies, das demotiviert auch echt, wenn man 10.000 Punkte oder so schon ausgegeben hat auf der Suche nach einer vernünftigen Waffe. Ja, weiß ich auch nicht, was sich die Entwickler dabei gedacht haben, echt nur Schrottwaffen irgendwie an die Wand zu setzen, die man kaufen kann, und bei den anderen Waffen muss man echt nur Glück haben, dass die aus einer Kiste rauskommen. Also wenn ich da irgendwas zu sagen gehabt hätte, ich hätte es auf jeden Fall anders gemacht, ich hätte alle Waffen an die Wand gesetzt. Ja, da hätte die Raygun auch ruhig 5.000, 6.000 Punkte oder 7.000 Punkte kosten können. Hauptsache, man kann sie dann, wenn man sie braucht, an der Wand kaufen und ja, halt Muni, dass man wenigstens Muni nachkaufen kann. Weil so, wie jetzt in meinem Fall, ich habe sie geholt, ich habe sie leer geschossen, ich habe sie danach upgradet. Ja, und jetzt stehe ich hier, habe nur noch 29 Kugeln drin und muss die Waffe eventuell noch wegschmeißen. Ja, das ist echt kacke, weil fürs Upgrade alleine geht schon 5.000 drauf und ich weiß jetzt nicht, wie oft ich die Kiste aufmachen musste, damit die Raygun da rauskommt. Wenn man das alles zusammenzählt, ist das echt ja, und steht auf jeden Fall in keinem Verhältnis zu dem Nutzen, die sie gebracht hat. Ja, Kiste wechselt wieder den Ort, hier nochmal die Karte. Einfach mal warten, bis nur noch ein Lämpchen glüht und dann seht ihr. Genau, ja, direkt vor mir kommt die Kiste raus. Ja, die Krabbler übrig gelassen, wisst ihr ja wofür. Und ja, Level 36, Dual Pistol, könnt ihr vergessen. Und ja, King Coolness ist noch weiter auf der Suche nach was Brauchbarem.
Ja. Ja, wenn es euch gelingt, dann auf jeden Fall nicht nur ein Krabbler übrig lassen, am besten zwei oder drei. Weil es kommt auch schon mal vor, dass die Zombies von selbst sterben, dass die Krabbler von selbst irgendwie an Herzversagen oder sowas, keine Ahnung, verrecken auf einmal und dann seid ihr nicht in der Nähe vom Teleporter, sondern irgendwo am Arsch der Welt und dann ist die Kacke auch schon am Dampfen. Auf jeden Fall am besten zwei, drei übrig lassen. Und ja, die sind ein bisschen agiler, deswegen, weil sie auch direkt an der Kiste sind, sammle ich den mal weg. Nochmal Tiddy. Ja, bei dem Tiddy ist zu sagen, gut, fürs Kiste aufmachen, zieht die Kiste euch wieder 950 Punkte ab, aber bei dem Tiddy ist das so, dass ihr das Geld wieder gut geschrieben kriegt. Also das Geld ist nicht weg. Das ist das Gute. Ja, super praktisch, wieder direkt vor der Nase. Und ja, auch der Revolver bringt hier nichts mehr. Deswegen ja, lohnt sich gar nicht, das aufzusammeln. Ja, die Bazooka ist bei mir auch leer geschossen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich eine der beiden Waffen wegschmeißen müssen. Ja, auch ganz wichtig, notiert euch oder merkt euch auf jeden Fall immer, in welcher Runde die Hunde gekommen sind. Die kommen, glaube ich, alle 5 Runden. Ja, guckt einfach mal, wenn die bei euch in Runde 5 kommen, dann heißt das, die kommen dann in Runde 10 wieder und dann in Runde 15 wieder. Ja, jetzt sind die eben da und das heißt wieder Max Ammo. Nur müsst ihr halt schauen, dass sie überlebt. Ich habe jetzt das Geschütz wieder eingeschaltet, weil bei Level 37, die sind echt hardcore, die Hunde, und dann kann man ruhig schon mal das Geschütz aufmachen. Und zack, da haben wir Max Ammo. Bei Max Ammo immer alle Waffen, die ihr habt, nachladen, weil ja, Max Ammo ladet eigentlich nur eure Reservemunition auf, nicht das, was ihr in der Waffe drin habt. Deswegen mal nachladen, so kriegt ihr maximale Munition. Und ja, Claymores, die nichts bringen, aber ja, haben wir nochmal gekauft und dann kann man sie ruhig aufstellen. Ja, sofort wieder hoch, ein Teleporter. Ja, Granaten zum Punkte sammeln wieder. Und ja, aufbremsen, aufbremsen, aufbremsen. Ja, das Gameplay hat insgesamt etwas über 3 Stunden gedauert. Ja, was dazu noch zu sagen ist, wir haben mit 3 Leuten angefangen. Davon musste einer leider wieder gehen. Das ist auch, da müsst ihr schauen, dass ihr euch auf jeden Fall absprecht und guckt, wie lange ihr spielen wollt und welches Level ihr erreichen wollt. Also es ist Kacke, sobald einer irgendwie mitten im Spiel ausscheiden muss, weil das System erkennt nicht, dass ihr nur noch zu zweit seid. Das heißt, die Anzahl der Zombies, die verringert sich nicht. Da kommen immer noch Zombies, wie wenn ihr zu dritt spielen würdet. Und ich denke mal, wenn die dritte Person noch da gewesen wäre, dann wären wir auch bei 40 locker gekommen. Ja, so hat es nur bis Level 39 gereicht. Und ja, ist schon wieder Action hier. Und ja, auf jeden Fall nicht zu lange stehen bleiben, um auf die Zombies zu schießen, weil da kommen genug von beiden Seiten und ja, hier wird es wieder knapp, ganz knapp. Und ohne die Bazooka und ohne den Affen hier, wer King Coolen ist, hätte auf jeden Fall dran glauben müssen. Ja, ihr seht selber, wie nützlich der Affe ist. Ohne den Affen und die Bazooka wäre ich auf jeden Fall nicht so locker flockig da durchgekommen. Ja, King Coolness rennt sofort wieder zum Juggernaut. Und ja, das ist ein Muss auf jeden Fall. Ohne Juggernaut
hier mache ich die Musik an. Ja, ich glaube, ich habe irgendwie ein Gefühl gehabt, dass das die letzte, vorletzte Runde wird. Da dachte ich mir, mache ich noch ein bisschen Action. Gut, ich kann jetzt nicht genau hören, ob die Musik wirklich abspielt, weil ich den In-Game-Sound nicht habe. Ja, aber ich schätze mal, dass die Musik doch dann an ist. Ja. Auf jeden Fall Krabbler hier mit einem Spiel auf jeden Fall weghauen, weil die versperren euch den Weg und ihr seht manchmal nicht, ob da einer ist und ja, plötzlich kommt ihr nicht mal weiter und von hinten kommen die Zombies und das ist echt kacke. Zum Schluss, wenn ihr merkt, die Zombies werden echt weniger, dann auf jeden Fall die Krabbler übrig lassen, dass ihr Zeit habt, die Türen zu vernageln oder Kisten aufzumachen oder sonstiges. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ja, wenn ihr Punkte sammeln wollt mit der HK1 oder RPK oder sonst irgendein Maschinengewehr, ja, wenn, zack, da liege ich auf dem Boden. Und ja, King Kunis ist direkt zur Stelle, wenn man ihn braucht. Zack, da ist die Bazooka draußen. Ja, da darf man auch nicht irgendwie geizig sein mit der Munition, sobald man auf dem Boden war und kein Juggernaut mehr hat. Auf jeden Fall, wenn ihr Bazooka habt, auf jeden Fall ausrüsten und dann auf schnellsten Wege zum Juggernaut. Weil sonst ein-, zweimal kann euch euer Kumpel wiederbeleben, aber der muss dann auch schauen, dass er sich nicht selbst irgendwie ein zu hohes Risiko aussetzt. Nur bei dem Versuch, euch zu heilen, da selbst seine Klamotten alle riskiert. Und ja, wieder brenzlig, kurz vorm Sterben. Ja, das kommt wie gerufen. Da schmeißt man nochmal den Affen. Die Kohlen hat es erwischt. Ja. Ich habe keinen Affen mehr, das heißt, die Bazooka muss hier auf jeden Fall ihre Dienste tun. Ja. Hier könnt ihr mal stehen bleiben, kurz, nicht zu lange und. Warum ich da reingegangen bin, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, da lag irgendwas vorne, was ich noch aufsammeln wollte, aber da war zu viel los, das heißt, wir uns wieder weiterrennen. Ich habe jetzt alle meine Perks verloren, muss dann wieder Fingerfertigkeit nachkaufen. Ja, ehrlich gesagt, ich hatte hier bei Runde 38 auch schon keinen Bock mehr, weil ich schon über 3 Stunden dran gesessen habe und wollte eigentlich nur irgendwie die Runde rumkriegen, deswegen mache ich auch so viel Fallen auf und schalte Geschütze ein und so. Ja, weil nach einer Zeit geht es einem echt auf den Sack, weil ständig diese Munitionsprobleme sind und man andauernd irgendwie in Bedrängnis kommt auf jeden Fall. Ja, das war's auf jeden Fall. Der letzte Teil, den tue ich euch auch nochmal kommentieren und ich hoffe, es bringt euch weiter. Alles klar, peace out.